wieder Tom aus den Streets of Curious City. Heute ist wieder ein Teil der Star Trek Chronologie dran. Und es gibt natürlich wieder Star Trek Voyager, Star Trek The Next Generation und Star Trek Classic. Und dann wollen wir mal loslegen. Die Lehre ist die 15. Episode der 7. Staffel Star Trek Voyager. Das Datum habe ich daher, dass es direkt nach die Prophezeiung spielt. Die Prophezeiung spielt ja Anfang Januar. Dieses Datum, also Mitte Januar, habe ich gewählt, weil zwischen Anfang Januar und Mitte März noch Platz für 4 Episoden sein muss. Das Raumschiff von General Whalen gerät in die Leere. Dies passierte natürlich vor der Episode Die Leere. Und zwar über 5 Jahre. Ich habe dieses Ereignis 5 Jahre und 1 Monat vor die Episode gesetzt, wodurch Mitte Dezember 2372 dabei rauskam. Jetzt wieder ein historisches Ereignis, die Geburt von Isaac Newton am 4. Januar 1643. Das Hologramm von Isaac Newton war schon in Star Trek The Next Generation zu sehen, bei der bekannten Pokerrunde mit Data, Albert Einstein und Stephen Hawking. Und in Star Trek Voyager wurde dann Isaac Newton von Q in der Episode Todessehnsucht an Bord der Voyager geholt. Kraft der Träume ist die 22. Episode der 2. Staffel Star Trek The Next Generation. Diese Episode spielt natürlich 2 Episoden nach der Episode Klingonenbegegnung, die Mitte Oktober 2365 spielt. Und vor Die Macht der Naniten, der ersten Episode der 3. Staffel, die Anfang Februar 2366 spielt. Die Geburt des Baseballspielers Buck Bokai. Dieser fiktive Baseballspieler aus dem Star Trek-Universum ist der meist erwähnte Baseballspieler oder beziehungsweise Sportler in Star Trek. Das Geburtsdatum 31. Oktober 1998 stammt von einer Baseballkarte, die auf Commander Siskos Schreibtisch liegt. Sie ist in der Episode nicht direkt zu lesen, aber es gibt Bilder von dieser Baseballkarte mit Daten oder anderem seinem Geburtsdatum. Und ein weiteres historisches Ereignis: Der Mathematiker Pierre de Fermat stirbt. Fermat war für sein letztes Theorem bekannt, also eine mathematische Formel, die nie komplett entschlüsselt werden konnte oder keine Lösung gefunden werden konnte. Am Ende des 20. Jahrhunderts hat der Mathematiker Andrew Wiles einen Ansatz dafür gefunden. Dieses war jedoch geschehen, nachdem das letzte Theorem in Star Trek The Next Generation erwähnt wurde. Es wurde dann später in Star Trek Deep Space Nine in der Episode Facetten nochmal erwähnt. Spock unter Verdacht ist die 9. Episode der 1. Staffel der klassischen Star Trek Serie.
Und als Datum habe ich Anfang Dezember 2266 gewählt. Das ist etwa 10 Tage nach der Episode Der Fall Charlie. Es könnte natürlich auch Ende November sein. Aber 10 Tage nach der Episode Der Fall Charlie ist schon gut gewählt. Shannon O'Donnell lernt Henry Janeway kennen. Diese Vorfahren von Captain Catherine Janeway stammen aus der Episode 23:59. Der Zeitraum 27. bis 31. Dezember 2000 ist aus der Episode ersichtlich. Am 01.01.2001, also im neuen Jahrtausend, ist dann das Millennium Gate gebaut worden. Die Pueblo-Revolte findet statt. Bei der Pueblo-Revolte werden spanische Eroberer vertrieben. Und viele wissen gar nicht, dass das wirklich ein historisches Ereignis war, das am 10. August 1680 stattfand. Aber 10 Jahre später kehrte ein Vorfahr von Captain Picard, der auf spanischer Seite gedient hat, zurück. Und dieses folgende Ereignis ist dann wieder eine Erfindung von Star Trek. Wenn ihr wissen wollt, was ich für ein Shirt trage. Ja, Classic Space natürlich. So, das war's wieder. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Und nächstes Mal wird wahrscheinlich was Ähnliches kommen. Also wieder Voyager auf jeden Fall. TNG auf jeden Fall. Vielleicht auch wieder die Classic Series. Demnächst werde ich. Ja, was heißt demnächst? Zur 10. Folge werde ich auf jeden Fall ein Special machen, zu einer einzigen Folge. Aber das dauert ja noch ein bisschen. Na gut, dann gehen noch mal Grüße raus. Heute an den Peppi-Onkel. Und dann verabschiede ich mich für heute. Also, tschüss.